So Leute, ein Seeker-Control-Umbau, ein Krabbel-Kipper aus einem zweiseitigen Kipper. Dort die Elektronik entwendet, hier drunter gebaut und dieser kippt endlich mal vernünftig ab. Da ist einfach die Elektronik drunter gebaut und der Unterschied zwischen dem Joskin ist deutlich zu sehen. Er kippt einfach besser ab. Also Joskin, ausgedient. Ein Krabbelkipper muss es sein. Und die Mulde ist leer.